Also ich spiele Videospiele seit, was ich, 25 Jahren oder so. Deswegen ist die Beschäftigung mit dem Thema Videospiele, die ist mir quasi fast in die Wiege gelegt, so gut wie. Und die Idee, das dann quasi irgendwann mit der Welt zu teilen, das hat sich so ein bisschen durch meinen Job ergeben. Also ich habe ein Volontariat damals bei Giga Games gemacht, habe dann auch bei Game One gearbeitet. Und das waren so Projekte, wo man halt sehr viel gespielt hat. Und wo ich quasi meine Eindrücke, meine Erfahrungen dann irgendwie auch mit den, in dem Fall Fernsehzuschauern, geteilt habe. Und Let's Plays funktionieren eigentlich relativ ähnlich. Also man zockt nicht mehr so für sich daheim im stillen Kämmerlein, sondern teilt das so mit der ganzen Welt. Also mein Berufsleben sah eigentlich schon die ganze Zeit so aus und jetzt mache ich das im privaten Rahmen. Das kreative Potenzial von Let's Plays, ich kann mir vorstellen, dass das noch gar nicht so richtig ausgeschöpft ist. Also wenn mir jemand vor 5 Jahren erzählt hätte, dass es nicht nur hier in Deutschland Leute gibt, die mit Videospiele spielen, ein betrachtliches Vermögen aufbauen, dann hätte ich ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt, aber so ist jetzt gerade nun mal die Realität und die Situation. Also ich glaube, dass das Entertainment-Potenzial von Let's Plays, das wird jetzt gerade erstmal so richtig publik und ich glaube, jetzt verstehen langsam erst alle, was für ein unglaublich großer Markt das ist, wie viele Leute das gerne gucken, wie viele Leute das gerne machen. Und ich glaube, je mehr Leute in diese Szene reinrutschen, desto mehr kreative Leute findet man da. Also ich kann mich natürlich hinsetzen und einfach nur ein Spiel spielen, relativ trocken, relativ objektiv, und das ist eine Form des Let's Plays. Ich kann da aber auch ein großes Happening draus machen. Also es gibt Leute, die machen aus einem Let's Play, machen die, weiß ich nicht, ein Trinkspiel oder wechseln sich gegenseitig ab. Oder ich zum Beispiel habe mit einem lieben Kollegen Chris, den ich an dieser Stelle herzlich grüße, wir haben zusammen mal Heavy Rain gespielt und er hat bei jedem Fehler, den er gemacht hat im Spiel, hat er einen Stromschlag von mir bekommen mit so einem Elektrohalsband. Das sind so Dinge, irgendwann ist das halt so eine Schnapsidee und man lacht drüber, aber man kann es dann irgendwie auch einfach mal durchziehen. Also ich glaube, was die Möglichkeiten angeht, aus einem Let's Play mehr zu machen, als einfach nur, ich setze mich hin und spiele was, die sind nahezu unbegrenzt. Also ich bin sehr gespannt, wie so die Let's Play-Szene in 1, 2, 3 Jahren aussieht. Vielleicht hat sich das total verändert. Vielleicht gibt es da Geschichten, von denen wir jetzt gar nicht träumen können. Also das Schöne an Let's Plays ist ja, dass es im Prinzip jeder machen kann. Das ist immer so ein doofer Spruch, aber da ist ja wirklich was dran. Also wenn man sich eine erste Startertechnik zusammenstellt, dann kann man das für relativ wenig Geld machen. Also man muss ja nicht gleich, wenn man sich mit dem Gedanken trägt, selber Let's Player zu werden, man muss ja nicht gleich 5.000 Euro investieren in das tollste Equipment. Es kann ja auch erstmal alles eine Stufe kleiner anfangen. Also das heißt, ich kann für gute 100 Euro kann ich mir schon so ein Starter-Technik-Kit zusammenstellen. Und wenn ich eine Konsole oder einen PC habe, und ich vermute, das hat dann jeder, der ein Let's Play machen möchte, dann habe ich im Prinzip schon alles da. Also ich kann Leuten eigentlich echt immer nur raten, einfach mal probieren. Setzt euch hin, nehmt euch Ruhe, Zeit, sucht euch ein Spiel aus, was ihr vielleicht auch schon gut kennt, auf das ihr Bock habt, an dem ihr Spaß habt. Und dann guckt einfach mal, wie euch das passt, ob ihr das überhaupt auch könnt. Ein weiterer Tipp, den ich Leuten geben kann, das ist irgendwie eine ganz persönliche Meinung von mir, ist, lasst euch auf das Spiel ein. Also gerade wenn man wie ich gerne so Story-basierte Spiele spielt oder mehr Grusel- und Horrorspiele, dann ist es natürlich schon wichtig, dass man die Atmosphäre auch wirken lässt. Also es gibt so Leute, große Let's Player zum Beispiel, die labern permanent, die versuchen andauernd irgendwelche Witze zu reißen und wollen andauernd entertainen, und selbst wenn es ein bisschen gruseliger wird, versuchen die eigene Nervosität zu überspielen und lachen und kichern die ganze Zeit. Das finde ich persönlich sehr anstrengend, also sowas würde ich mir privat nicht angucken. Also für mich ist das Spiel der Boss. Ich lasse mich auf das Spiel ein und ich lasse es auch zu, dass das Spiel irgendwie mich emotional berührt, wenn es diese Form von Spiel ist. Also man sollte keine Scheu davor zu haben, sich beim Gruselspiel zu fürchten, beim lustigen Spiel laut aufzulachen und beim traurigen Spiel, wenn man da am Ende eine Träne verdrückt, also als Stichwort Walking Dead zum Beispiel, kennen vermutlich auch die meisten. Ich kenne erwachsene Männer, die haben am Ende geheult wie ein Schlosshund, wie ein kleines Mädchen. Und den Mut muss man haben. Also lasst es zu, lasst es raus, lasst es zu, dass das Spiel was mit euch macht. Und das kann unglaublich befriedigend sein für einen selber und auch für die Leute da draußen. Also mein Tipp ist, authentisch sein. Es einfach mal versuchen und ehrlich und authentisch dabei sein.